Hallo und herzlich willkommen bei Aquaristikgrundlagen. Erste. Heute geht es um, wie gesagt, die Grundlagen, um das richtige Wasser. Wie bekomme ich das richtige Wasser im Aquarium? Wenn ich ein Aquarianer, ein Anfänger bin, ist es eine wirklich wichtige Frage, denn woher weiß ich denn, wenn Wasser gut ist? Und dafür gibt es die richtigen Indikatoren. So, wie schaffe ich es, dass mein Aquarium eingelaufen ist? Okay, erstens, man braucht Pflanzen im Becken, die das Becken einlaufen. Aber wieso brauche ich denn die Pflanzen im Aquarium? Gibt es einen Grund, wieso kann ich nicht Garnelen einfach reinwerfen und sagen, hey, ja, jetzt lebt man da drin? Garnelen brauchen Bakterien, die die richtigen Bedingungen im Wasser schaffen. Um diese Bakterien zu erzeugen, brauche ich entweder Pflanzen, die mir das Aquarium diese Bakterien erzeugen, oder ich habe vielleicht eine alte Filterpumpe drin, die noch Bakterien drin hat. Die kann ich da auch reintun. Nur Achtung wegen Planarien, falls sowas mal vorgekommen ist im alten Aquarium. Aber wie kann ich es noch schaffen? Und zwar kann ich das so schaffen, dass ich mein Aquarium mindestens 2 Wochen laufen lasse, am liebsten sogar noch mehr, bis ich eine Steinalge im Aquarium habe oder eine andere Alge. Solange es keine Rotalge ist, ist alles in Ordnung. Eine Steinalge, eine Kieselalge, ist ein richtiger Indikator, dass dein Aquarium richtig eingelaufen ist. So dass du sehen kannst, okay, hey, jetzt kann ich die Tiere reintun. Und vor allem für die Garnelen und für die Schnecken ist das super, denn dann haben sie auch gleich was zum Fressen. Ja, das ist zu Punkt 1. Jetzt habe ich das Wasser hingekriegt, aber das funktioniert nur, wenn man einen Filter im Aquarium hat. Welchen Filter, welche ihr euch jetzt nimmt, das ist vollkommen egal. Ob ein Innenfilter oder Außenfilter, ein Rucksackfilter, das ist euch überlassen. Aber ihr müsst wissen, ihr müsst beachten, das Aquarium, das Wasser darf nicht stehen. Wenn das Wasser steht, geht das Wasser kaputt und ihr habt nichts erreicht. Das heißt, ihr braucht die Pflanzen, ihr braucht die Algen, aber ohne die Pumpe, ohne die Filterung läuft gar nichts. Ich werde oft gefragt, ob man vielleicht eine zusätzliche Belüftung bräuchte. Das hängt ganz vom Filter ab und zum Teil auch von euch selbst. Wenn der Filter richtig angebracht wurde, dass er ins Wasser plätschert, one love, one heart, all the people.
dass es ein bisschen Strömung gibt, braucht man keine zusätzliche Belüftung. Je nachdem, wie groß das Aquarium ist. Wenn ihr ein riesen 250 Liter Aquarium habt und eine kleine Pumpe habt, die ein bisschen für Strömung und Umwälzung sorgt, aber nicht für die Luft, dann ja. Aber wenn ihr eine schöne Pumpe habt, die mit dem Wasserfallprinzip funktioniert, das heißt, das Wasser fällt rein in das Aquarium und dadurch erzeugt es auch Luft im Aquarium und man hat Pflanzen im Aquarium, denn Pflanzen versorgen das Aquarium auch mit Luft. So ist es auch eine super Sache, Pflanzen im Aquarium zu haben. Ich empfehle es jedem. So, jetzt sind 2 Wochen vorbei. Und was macht ihr jetzt? Sofort die Tiere reinwerfen? Nein, würde ich nicht empfehlen. Ich würde euch empfehlen, einen leichten Wasserwechsel zu machen und die Wasserwerte zu prüfen. Das heißt, ein Wasserwechsel etwa ein Drittel, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und danach die Wasserwerte prüfen. Habt ihr Nitrat, habt ihr Nitrit im Wasser? Das müsst ihr prüfen. Und wenn alles dann gut ist, dann könnt ihr die Garnelen auch reintun. So, was ist denn jetzt der zweite Schritt? Was muss ich jetzt beachten? Ich habe die Garnelen drin, Filterung läuft, Pflanzen sind drin. Jetzt ist es wichtig zu wissen, wie leben denn die Garnelen im Fluss, im See. Das ist so ein natürlicher Kreislauf. Und den muss man, also es ist erstrebenswert, den in eigenem Aquarium nachzubilden. Das heißt, ich benutze zum Beispiel, ich habe jetzt keine Fische, aber normalerweise hat man den Kreislauf mit Fisch, Garnele und Schnecke, natürlich auch Krebs. Der Fisch produziert, ich sag's mal jetzt grob, Kot. Die Garnelen nehmen sich das Wertvolle aus dem Kot, besser gesagt, die Garnelen nehmen sich Bakterien, die den Kot zerlegen, und die Schnecken nehmen sich dann den Rest, was sie halt verwerten können. Das ist dieser kleine Kreislauf. Dazu gehört aber auch nicht nur der Kreislauf der Schnecken, der Tiere, sondern auch noch der Kreislauf des Fressens. Das heißt, ich werfe in mein Aquarium natürliche Sachen, die Garnelen, Schnecken, Krebse, Fische auch in der wilden Natur bekommen. Das heißt, viel Laub, viel Gemüse. Ja, man könnte sagen, woher das Gemüse, aber das heißt, ich werde alles in mein Aquarium tun, was die Garnelen, Fische und Schnecken schon so in der freien Wildbahn haben. Ich habe Erlenzapfen, die sind sehr wichtig, denn Erlenzapfen wirken antiseptisch, das heißt, sie vermindern schädliche Bakterien, das heißt, sie sind, wie soll ich das sagen, antiseptisch heißt ungefähr desinfizierend, aber nicht zu stark, sondern sie nehmen halt die schlimmen Sachen raus. Genauso ist es auch beim Laub. Laub ist auch sehr wichtig im Aquarium. Und den anderen Zeug könnt ihr euch echt selber überlegen. Also ich benutze sehr gerne Hokkaido, auch gerne Spinat, Erbsen, wirklich, wirklich Bio, aber Gemüse. Und sowas im Aquarium zu haben, ist, glaube ich, sehr wichtig, denn man stärkt damit die Abwehrkräfte der Garnele. Und man gibt hier so eine Art natürliches Futter und nicht immer das vielleicht das teure Markenfutter, aber daher danach nicht so geil vielleicht, weil da ein Hefezeug drin ist. Aber deswegen schöneres, normal natürliches Futter, das empfehle ich euch. Was aber abgesehen davon sehr wichtig ist für euch, ist die richtige Temperatur im Aquarium. Das müsst ihr beachten, das kann ich euch jetzt nicht Pi mal Daumen sagen, denn jede Garnelenart oder jede Schneckenart hat so seine eigenen Vorlieben. Deshalb einfach nicht die schönsten Tiere kaufen, die vielleicht die verschiedensten Temperaturbedürfnisse haben. Von Thylomelanias, die es gerne 28 Grad warm haben, bis normale Schnecken, die es vielleicht nur auf 24 Grad brauchen und die zusammenwerfen, das kann nicht funktionieren. Nehmt euch einen Grad aus, sagen wir mal 25 Grad, und da gibt es genug Sorten Tiere, die auf diesen Grad wandern, auf diese Temperatur benötigen, und so könnt ihr euch eure Tiere zusammenstellen. Nicht einfach nur die schönsten nehmen, die vielleicht die verschiedensten Anforderungen haben, sondern wenn wir dabei gleich sind, schaut euch immer an, was für Anfänger geeignet ist. Die meisten Shops haben bei Garnelen und Schnecken
so eine kleine Bemerkung, für Anfänger geeignet oder ungeeignet. Und daran würde ich mich halten und mir nicht vielleicht gleich die schönsten Tiere raussuchen, sondern daran mich halten und an die Temperatur. Das heißt, wenn ich mir Tiere bestelle, dann oder raussuche beim Händler, dann sollten sie die gleiche Temperaturanforderung drauf haben und auch für Anfänger geeignet sein. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Das war der erste Part. Es wird auch noch weitergehen. Viel Spaß, schönen Tag noch. Ciao.